Leipzig! 10.09.22. Tarifauftakt! Wir haben endlich mal wieder eine Tarifrunde, wo wir uns ungehindert im Freien mit vielen Leuten treffen können. Ja, wir haben uns heute 9.30 Uhr am Willy-Brandt-Platz getroffen. Sind dann kurz nach 10 durch die Leipziger Innenstadt, haben unsere Demo-Runde gedreht. Hatten dann dort auch schon kleine Redeparts. Wir erwarten von dieser Tarifrunde mehr Gerechtigkeit für alle Kolleginnen und Kollegen in der M&E-Industrie. Wir fordern eine Entgeltsteigerung von 8%, das ist für uns wichtig. 4 Jahre lang gab es bei uns keine Tariferhöhung in der Tabelle und deswegen sind 8% als Forderung mehr als gerecht. Die unbezahlte Extraarbeit in Ostdeutschland ist ein Auslaufmodell, die ist einfach nur von gestern. Und genauso von gestern ist, wer die aktuelle Energiekrise nutzt, um Stimmung zu machen für eine Umverteilung von unten nach oben. Wir setzen dagegen. Unsere Tarifpolitik ist immer auch Verteilungspolitik. Herr Wolf träumt von einer Nullrunde. Ich sage, Herr Wolf, ausgeträumt. Dr. Wolf, aufgewacht. Was wir wollen, ist die Acht, Kolleginnen und Kollegen. Die Leute sind bereit für die nächste Tarifrunde, sind heute sogar mehr gekommen, als wir ursprünglich geplant haben. Wir sind hungrig, wir sind durstig. Alles ist teurer geworden und deshalb brauchen wir jetzt die 8%. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Unsere Vergütungen sind zu gering, um das irgendwie auszugleichen. Gerade die Jugend sind ja die, die am wenigsten haben und die brauchen jetzt natürlich einen ganz großen Anteil. Dieses Nichtangebot der Arbeitgeber werden wir auf keinen Fall auf uns sitzen lassen. Ich erinnere an voriges Jahr, da haben wir für die Einführung der 35-Stunden-Woche gekämpft. Und wir werden es den Arbeitgebern noch zeigen, bis zu den 24-Stunden-Warnstreiks, dass wir unseren Anteil uns holen werden. Es war ein super Tag, es hat allen Spaß gemacht, wir haben eine gute Laune, wir haben das Ding, denke ich, gerockt und freuen uns dann auch schon auf die Tarifrunde.